damit recht herzlich willkommen zurück zu Mafia Teil 1. Ja, beim letzten Mal waren wir ja, sag schnell, beim Staatsanwalt. Das hat wegen ein paar merkwürdigen Spielfehlern und auch Fehlern von mir nicht ganz so dolle geklappt, wie ich mir das vorgestellt habe. Nichtsdestotrotz, wir haben die Papiere und wir können jetzt hier wieder ganz getrost zurück den Salvatore in sein Heim bringen und dann zurück zu Don Salieri. Wenn das denn noch okay ist, ich weiß es nicht, weil das hatte ich wirklich noch nie, dass ich da jemanden erschießen musste. Ich hoffe, das funktioniert jetzt alles so, wie ich mir das vorstelle. Lassen wir uns überraschen. Schlimmstenfalls muss ich es halt nochmal spielen. Und bis dahin vorspielen, wo ich dann jetzt stehen bleibe. Ganz einfach. Das ist ja echt... Naja. Okay. Tempobegrenzer wieder raus. Und dann gehen wir mal richtig Gas mit unserem neuen Auto. Naja, so wie es denn möglich ist. Ja, geht wohl. Kriegen wir hin, ne? Ja, Salvatores Heim ist nicht mehr so weit weg, wie ihr gesehen habt. Warte, ich zeige es euch mal ein bisschen länger. Ja. Und dann heißt es nur noch zurück zu Salieris Bar. Wir haben es erledigt, ne? Wir waren beim Staatsanwalt und haben den Auftrag durchgeführt. Den Staatsanwalt haben wir... Was? Du blöde, miese Ratte, was ist das denn für eine Nummer? Ja, du mich auch. Aus dem Weg, ich hab's eilig. Hier mein Auto kaputt machen. Hier wohne ich. Vielen Dank. Unglaublich. Ich hoffe, nächstes Mal wird's ruhiger. Heute habe ich mir fast in die Hose gemacht. Ja, das hoffe ich auch. Ruh dich jetzt aus. Genau, Salvatore. Danke für deine Hilfe, mein Freund. Sorry, dass du auch noch Schaden genommen hast, weil so ein blöder... Mir kommt das böse Wort einfach nicht über die Lippen. Naja, jedenfalls hat uns da einfach einmal einer die Vorfahrt genommen und ist uns frontal in die Karre gefahren. Ach gut. Schön, dass das nur ein Spiel ist. Ach, naja, wir haben den Silver Fletcher vom Staatsanwalt neben den restlichen Papieren auch noch geklaut. So viel ist mein Fakt. Und jetzt können wir hier haben wir jetzt gleich eine richtig schön lange, gerade Strecke, wenn der Polizist an uns vorbei ist, auf der wir mal so richtig Gas geben werden. Und schauen wir mal, wie schnell dieser Silver Fletcher wirklich ist. Zack, zack, zack. Alle aus dem Weg hier. Ja. Naja. Also ich habe den irgendwie schneller in Erinnerung. Das ist ja nix. Da kriegen wir hoffentlich noch bessere Autos. Okay, aber wir sind ja schon wieder an den Ort angekommen. Mein Gott, das ging ja doch relativ zügig. Aber irgendwie habe ich den echt schneller in Erinnerung, muss ich sagen. Ich finde jetzt nicht, dass der sonderlich gut aus dem Wagen gekommen ist. Oh, da will uns gleich einer verhaften. Versuch's doch mal mit deinen kurzen Beinchen, mein Freund. Du kommst ja noch nicht einmal mehr hinterher. So, da wären wir auch schon. Fast bei Salieris Bar angekommen. Ich bin mal gespannt, ob das Spiel diese Aktion irgendwie jetzt nicht negativ behaftet ist oder was auch immer und das Spiel trotzdem vorangeht. Wie gesagt, ich habe das noch nie gemacht, dass ich da bei dieser Mission jemanden erschossen habe und dann weitergespielt habe. Es bleibt spannend. So, da wären wir. Auf geht's. Hat denn mein Silver Fletcher viel Schaden genommen? Oh, es geht, ne? Ja, das waren damals noch richtig robuste Autos, doch.
konnten frontal gegen jemanden ranfahren und sind trotzdem nicht kaputt gegangen. Supi! Jo, es geht tatsächlich weiter. Gute Arbeit, Jungs. Der letzte Job lief gut. Es gibt keine Beweise oder Zeugen gegen uns. Dank eurer Überzeugungsarbeit machen die keinen Laut mehr. Danke, Boss. Wir wollten sie glücklich machen. Nun, das habt ihr geschafft. Aber heute geht es um etwas anderes. Pauli hat ein ziemlich interessantes Angebot. Ich habe einen Typen aus Kentucky getroffen, William Gates. Jeder weiß, dass die Leute in Kentucky den besten Whisky in den Staaten machen. Wie auch immer, der Typ hätte sich fast übergeben, als er den Fusel probiert hat, den Morello verkauft. Und er gab mir einen Schluck von dem Zeug, das sie da unten brauen. Vergesst es. Ja? Ich trinke nichts anderes mehr. Also habe ich ihn danach gefragt, okay? Er sagte, es sei gar kein Problem und er könnte mir so viel liefern, wie ich wollte. Stellt euch vor, was wir mit dem Zeug verdienen könnten. Also, ich habe eine LKW-Ladung bestellt. Ich habe mir gesagt, wenn die hier ankommt, können wir später einen größeren Deal machen. Oh, das wäre sicher ein guter Ersatz für den Verlust von dem kanadischen Zeugs. Gefällt mir. Gut gemacht. Mir auch. Und wir sacken jede Menge erstklassigen Stoff ein. Da freue ich mich schon drauf. Wo verstecken Sie das Zeug? Sie treffen uns in der großen Parkgarage. Wir müssen vorsichtiger sein als beim letzten Mal. Ihr fahrt mit zwei anderen Jungs im Auto dorthin. Die werden euch auf dem Rückweg eskortieren. Ihr drei holt den LKW ab und bringt ihn in unser Lagerhaus in Hoboken. Die Jungs sind bereits draußen im Hof und warten im Wagen. Alles klar, Boss. Und bringt mir eine Flasche, damit ich endlich was Ordentliches trinken kann. Okay, Boss. Verlassen Sie sich drauf, Boss. Natürlich, Boss. Wir haben nichts anderes vor. Ich dachte, wir könnten vielleicht noch mit dem Boss reden. Geht gar nicht, ne? Steig ein, wir holen ein bisschen Medizin. Hier, Tom. Das könnte nützlich sein. Hey, danke. Hey, wir kriegen eine Thompson. Wie genial ist das denn? Danke, mein Freund. Und von wem haben wir sie gekriegt? Natürlich von Pauli. Niemals würde uns Winnie eine Thompson geben. Na dann, großer Deal. Das wird ein großer Spaß, das kann ich euch jetzt schon versprechen. Also, was ist jetzt, Jungs? Können wir? Na los. Wartet hier auf uns, Jungs. Wir sind gleich wieder zurück. Folgt uns einfach, wenn wir herausfahren. Dann versuchen wir es mal beim Lagerhaus. Alles klar, Boss. Da bin ich mal gespannt. Ja, das wird jetzt eine Mission sein, an die ich mich schmerzlich erinnere. Sie werden bereits erwartet, Mister. Alles klar, mein Freund. Danke. Ja, nehmen wir schon mal unsere Thompson raus. Wo warten die wohl auf uns? Natürlich ganz oben. Wie es sich für echte miese Gestalten gehört. Jetzt kommt, Jungs, trappt an. Yeah. Hallo, Bill. Schön, dich wiederzusehen. Hi, Pauli. Das hier sind meine Partner und gute Kumpels. Haben auch eine Schwäche für guten Whisky. Und eure ist gut. Das stimmt, er ist gut. Die Hauptsache ist, dass Don Salieri ihn auch mag. Schließlich finanziert er den ganzen Handel. Hier ist eure Bezahlung für die erste Ware. Richtet Mr. Salieri meine Grüße aus. Mit Leuten wie ihm mache ich immer gerne Geschäfte. Das glaube ich, Bill. Vielleicht ist das euer Glückstreffer. Wenn die kleine Lieferung gut für uns läuft, bestellen wir beim nächsten Mal eine Menge mehr. Und da läuft sie schon nicht mehr gut. In Deckung! Was ist los? Verdammt, wer sind die? Feuer! Tötet die Schweine! Das war's wohl mit Bill. Ich würde sagen... Mist! Genau, Tommy. Du sprichst mir wie aus der Brust heraus und... Ich baller jetzt erstmal diese ganzen... Oh, und wieder in Deckung gehen. Tschüss, mein Freund. Den nächsten Wagen rums und vorrücken.
Das Schlimme ist, dass wir nicht alleine sind, ja? Die Kerle... Da passierte schon, ne? Da laufen sie mir vor der Flinte. Und ich muss aufpassen, dass sie mir nicht verrecken. Kann mal gucken, ob wir das Auto jetzt auch wegkriegen. Egal, wir laufen jetzt mal rum. Da ist der Nächste, den wir abballern werden. Komm her, mein Freund. Du bist auch tot. Mal eben ein bisschen Muni nachladen. Da ist der Nächste. Stirb. Bevor meine Kumpels hier alle sterben. Weil, oh, ausgerechnet jetzt muss ich nachladen. Schon klar. Na los, Jungs. Kommt. Hey, ihr habt ihn erledigt. Ich bin stolz auf euch. Wow. Ach, was mache ich denn? Die Waffe war doch voll. Egal, wir haben genug Muni hier. So, dann mal weiter. Es scheint eigentlich ganz gut zu laufen. Also hätte ich nicht gedacht. Die sind eigentlich noch bester Gesundheit. Wir auch. Da ist noch so ein Knilch. Ja, ja, mein Freund, ich sehe dich. Stirb. Und der hat hier arg was Schönes für uns da. Granaten. Die werden wir auch gleich gut gebrauchen können. So. Himmel. Das Schlimme an diesem Part ist, dass wenn die Jungs sterben, dann muss ich das auch nochmal spielen. Deswegen muss ich nicht nur auf mich aufpassen, sondern auch noch auf die Jungs. Das heißt, ganz schnell alles wegballern, was da kommt. Scheiße, scheiße, scheiße. Puh. So, und jetzt nehmen wir mal eine Granate. Tschüss, mein Freund. Ah, Mist, verflixt. Oh, zur Seite springen. Ich musste nachladen. Wo kommst du denn jetzt her? Wieso kommst du von da oben noch runter? Ach, das ist Pauly. Habe ich jetzt die ganze Zeit auf Pauly geknallt? Ach, du Schande. Das wäre es ja noch gewesen, wenn ich jetzt noch Pauly umbringe. So, wieder die Granaten nehmen. Das waren noch lange nicht alle. Ach du Schande, ich habe echt auf Pauly geschossen. Aber wieso kommt der denn auch von da oben runter? So, und hier versuchen sie uns natürlich auch nochmal den Weg zu versperren. Egal, wir schmeißen da jetzt ein paar Granaten rein und hoffen mal, dass die Jungs erstmal nicht da reinlaufen. Sehr gut. Und wirf. Kommt mal mit zurück, Jungs. Genau, die Autos explodieren. Ah, das war's. Hui. Sehr geil. Wir haben es alle geschafft hier. Tommy, heil dich mal. Sehr schön. Jetzt kann ich nicht reden. Was zum Teufel war das, Pauly? Wer waren diese Typen? Wie soll ich das wissen? Okay, okay. Wir können hier nicht rumstehen, bis noch mehr von den Typen auftauchen. Holen wir den Laster und hauen ab. Tom, du fährst. Ich folge dir in einem der anderen Autos. Alles klar, mein Freund. Das machen wir so. Und nicht anders. Wir holen jetzt den Laster von oben. Und ich glaube, ich mache da an der Stelle aber erstmal einen Schnitt. Jetzt hätte ich doch echt tatsächlich fast Pauly selber abgeknallt. Das geht ja gar nicht, das geht ja gar nicht. Komm, Pauly, steig ein. Ja, aber wie es jetzt hier so weitergeht, würde ich sagen, erfahrt ihr leider erst im nächsten Video, weil die Zeit hier gerade so ein bisschen drängt. Das heißt, ich muss jetzt hier einen Schnitt machen, sonst gehe ich über die 15 Minuten hinaus. Und ihr wisst ja, das möchte ich ja nicht so unbedingt. Das heißt, ich wünsche euch einen schönen Tag, bleibt sauber und gesund, hoffe, es hat euch gefallen und sage tschüss, bis zum nächsten Mal, wenn ihr denn so wollt.